Was geht ab, Leute? Hier wieder Matt und willkommen zu meiner Road to Diamond Episode Number 2. Ich habe ein bisschen weiter gespielt, bin auf Level 16. Achso, ich wollte gerade mal schauen, wie viele Kills habe ich. Hier haben wir was freigeschaltet. Ich habe 103 Kills bis jetzt erreicht. Das geht ein bisschen zackig. Also wenn ich jetzt wirklich reinhaue und so, dann geht das auch schon gut. Also ich brauche jetzt nur noch 150 Kills. 147 für die Perfektionisten unter uns. Ja, und dann kommen halt diese restlichen. Die sind auch nicht so schwer. Was ich nur ein bisschen scheiße finde, ist hier blutrünstig. Da musst du echt 10 Kills machen, ohne zu sterben. Bla bla bla. Das kann auch echt schon ein bisschen Headbang werden. Okay, das reicht. Ich fange mal an. Ich spiele Bodenkrieg. Machen Krieg auf dem Boden. Und ich hab einen Hoden. Sei mal ruhig da. So. Ich hoffe, ich krieg einige schöne, gute Kills hin. Vielleicht auch ein Quadfeed. Dann hat man so einen Double-Effekt. So. Erstmal eine geile Serie und zweitens dann noch so. Leute, was ich noch ansprechen wollte. Ich habe unten in den Kommentaren gelesen, dass einige von euch geschrieben haben: Ja, du machst voll Face Spread nach und so mit Spread Ops. Ich muss sagen, Spread, also Face Spread, ist für mich der krasseste Sniper überhaupt. Ich habe ihn mir als Vorbild genommen und er hat auch so eine Serie namens. Oder was heißt namens? Also so eine ähnliche Serie. Oh, warte. Mit Diamonds und so. Dann dachte ich mir, ich mache auch sowas, weil es in Deutschland sowas nicht gibt. Weil ich ihn einfach so cool finde und ich kann auch einigermaßen. Dann habe ich mir gedacht, so, warum machst du nicht auch sowas? Und wie es aussieht, kommt es auch gut rüber. Das merkt man auch an den Daumen hoch. Also extrem Dankeschön, Leute, dass ihr immer meine Videos anguckt und gute Bewertungen gibt. Das motiviert mich immer weiterzumachen und deswegen vielen, vielen Dank. Also falls euch die Videos weiterhin gefallen, gebt bitte einen Daumen hoch, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann kann ich sehen, okay, das gefällt euch und dann mache ich auch auf jeden Fall viele, viele weitere Sachen. Wovon ihr auch was habt sozusagen, ne? Kann man ihn da durchkriegen? Schade. Aber da war doch jemand, Mann. Leider nach. Ja, auf jeden Fall würde ich das jetzt keine Nachmache nennen, sondern einfach so einen Grund, sag ich mal, auch sowas zu machen, weil ich ihn halt extrem cool finde, weil der Typ kann echt richtig, richtig gut snipen. Das ist krass. Oh Mann, hier geht wieder nichts, das ist klar. Und ich habe auch gesehen jetzt, die neuen Maps sind da, also die ganz neuen. Wie findet ihr eigentlich die ganz neuen Maps? Schreibt es mal unten in die Kommentare, weil ich bin am überlegen, ob ich die mir holen soll oder nicht. Die neuen, keine Ahnung, Tarnungen, bla bla bla. Falls einige von euch die schon haben, schreibt einfach mal rein, wie ihr die neuen Maps findet. Also ich bin extrem gespannt, wie die sind. Vielleicht hole ich die mir, vielleicht aber auch nicht. Und hier, der kriegt einen Headshot. Ich will nur Headshots verteilen, ey. Was? Ja, falls einige von euch sagen, ja, Matt, ich kann dir das scheren, das wäre extrem cool. Also nehme ich gerne an, sowas. Weil dann können wir auch zusammen ein paar Gameplays machen. Und halt solche Sachen, weil das ist voll cool. Ich habe sowieso vor, mal mit den, was heißt Fans, sondern mit den Abonnenten, mit den Abonnenten so ein Zockerding zu machen. Ich weiß, das habe ich schon oft angesprochen, noch nicht umgesetzt, aber es war immer ein bisschen kritisch. Ich hatte nicht so viel Zeit und dann muss ich ganz schnell was drehen und diese ganzen Sachen. Alter, warum hat er nicht geschossen? Schieß doch, Mann.
Und übrigens, Leute, mein Joystick ist circa 4 Jahre alt, seitdem ich also meine PS3 habe. Hab noch nie meinen Controller gewechselt. Ich kann auch am Ende des Videos auch zeigen, dass das extrem hängt. Also, wenn ich die linke den linken Stick nach unten drücke, dann bleibt er auch so hängen. Also das heißt, jetzt gerade mache ich nichts und der geht von alleine. Seht ihr? Also das ist ein bisschen scheiße, wenn man auch snipen will und sowas. Aber soll keine Ausrede sein. Oh, hier. Hier, 360, Versuch, Fail. Ah genau, wo ich noch stehen geblieben war, keine Ahnung. Hab auf jeden Fall, wie gesagt, vor mit euch immer so zu zocken, so dass ihr auch was wirklich davon habt, dass wir auch per Headset ein bisschen reden können. Hey Matt, wie geht's dir und was weiß ich, hast du nicht gesehen? Weil ich will euch auch echt kennenlernen, ich will wissen, so was für Leute mir eigentlich zuschauen. Und ja, also sowas interessiert mich auf jeden Fall. Also was seid ihr für Menschen? Ihr habt wahrscheinlich alle so einen gleichen Humor wie ich. Von daher will ich einfach mal sowas machen. Also ganz cool. Die Runde habe ich irgendwie nichts gerissen, komplett nichts. Weil ich weiß nicht warum, FIFA 13 und Black Ops 2 oder allgemein Call of Duty sind die krassesten Spiele, die einen aufregen können, ey. Ich kenne keine anderen Spiele, die einen so heftig aufregen wie... Guck mal hier. Man ist einmal in der Öffentlichkeit so, also in Sichtweite und boom, tot. Ich weiß nicht, ob ich schlecht geworden bin oder ob die Gegner zu gut geworden sind oder... Ich habe keine Ahnung, wirklich. Guck mal an. Einmal tick, 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 tot. Hätte ich die Waffe, hätte ich auf die so geschossen, wäre nichts passiert, ey. Hitmarker bekommen, gut ist. Danke, Mann, mit deinen Dings. Boom. Wo bin ich? So. Komm mal, ich hasse das. Ich merke so langsam, ich muss mir einfach einen Controller holen. Das ist Pflicht, ich kann so nicht spielen, das geht einfach nicht mehr. Ohne Controller ist man auch irgendwie am Arsch. Also zumindest mit einem kaputten Controller. Ah, genau, Leute, mir fällt gerade was. Oh, komm noch einer, ey. Quad, Digga! Yeah, man! Den letzten Kill nochmal Quad gemacht, ey, das kommt auch direkt in die Montage rein. Nein, Spaß. Boom. Also zum Schluss ging das noch ein bisschen gut ab, aber ansonsten. Naja. Genau. Ich habe eine richtig coole Idee. Und zwar, Leute, suchen wir mal kurz neu hier. Ich mache noch eine Runde einfach. Erstellt euch auch mal so einen Account mit. Sag schnell. Mit euren Vornamen und dann Ops. Also wie bei mir, Mad Ops. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ahmed Ops oder so. Weil dann sieht man auch so, okay, wir gehören alle zusammen und dann können wir auch zusammen spielen. Erstellt euch echt mal so einen Namen und schreibt mir auf Facebook und dann edde ich euch. Weil wenn ihr mich edit, ist immer so schwer, weil ich kriege, glaube ich, am Tag 100 Freundschaftsanfragen und das ist dann ein bisschen schade, weil dann sehe ich das nicht und kann euch nicht annehmen. Und deswegen schreibt mir auf Facebook mit, keine Ahnung, schieß mich tot, Patrick Ops oder so. Weil dann gehören wir auch zusammen und können auch zusammen richtig geil spielen. Deswegen erstellt euch bitte so einen Namen. Und ja, genau, das ist eine richtig coole Idee, ey. Machen wir das so. Oh, ich muss gleich noch zum Fitness. Heute steht Bizeps und Trizeps an. Ich glaube, ich mache sogar... Oh, das fängt schon mal gut an, ey.
Ja. Das fängt echt schon mal gut an, muss ich sagen. Ja, ich freue mich schon. Ich bin gespannt, wie viele jetzt hier mit Vornamen und Ops machen werden. Naja, ich glaube, die Runde bringt nichts. Ich gehe hier einfach mal raus. Boah, ich muss langsam echt zum Fitness, ey. Boah, krass, wie viele Leute gerade online sind. Aber wenn wir schaffen, so circa 10 Leute, die irgendwie Name und Ops machen, dann wäre übertrieben krass. Dann wäre richtig krass, ey. Dann wäre schon vorbei. Ich poste auch nachher auf Facebook nochmal, damit es auch noch die Facebook-Leute und alle mitkriegen. Ja, Leute, also macht fleißig ein neues Account mit Vorname und Ops. Also bei mir Mad Ops mäßig. Und hab mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich würde sagen, wir sehen uns. Keine Ahnung, ich mach glaube ich alle 2-3 Tage so ein Road to Diamond Dings. Und gebt das Video bitte einen Daumen hoch, teilt es auf Facebook, unterstützt mich, so dass ich auch immer besser werden kann und dass wir auch zusammen wachsen. Und ja, Leute, halt euren Pin steif und bis zum nächsten Mal. Okay, ich muss jetzt wirklich zum Fitness und deswegen haut rein, Leute. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Was hört sich besser an? Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Ach, keine Ahnung. Ciao, Leute.